Das 60 Kilogramm schwere Stealth EODM ist das spezielle Tauchgerät der Minentaucher. Das Atemgerät ist ein Kreislaufsystem. Der Taucher atmet Luft aus den beiden Flaschen, die er mitführt. Die ausgeatmete kohlendioxidhaltige Luft wird über den Kalkbehälter aufbereitet und dem Atemkreislauf wieder zugeführt. Der Vorteil, es entstehen keine Blasen, deren Geräusche Minen zur Explosion bringen könnten oder die den Taucher an der Oberfläche verraten könnten. Drei Sensoren kontrollieren ständig die Qualität des Atemgases. Bis zu 54 Meter tief kann mit dem Gerät getaucht werden. Das Atemgas wird dabei elektronisch gemischt, sodass der Taucher in jeder Tauchtiefe das richtige Gemisch atmen kann. Funktioniert die Technik nicht, leuchtet in der Tauchermaske eine rote Leuchtdiode auf. Dann muss der Taucher auf das Notsystem wechseln, um sicher zur Wasseroberfläche zurückkehren zu können.